Es ist wieder soweit. Seit Donnerstag wird in Darmstadt nun schon zum 18. Mal das Schlossgrabenfest gefeiert. Mitten im Stadtzentrum gelegen, gilt es mittlerweile als das größte Musikfestival Hessens und ist zum Publikumsmagneten in der ganzen Region geworden. Ich bin Stefanie, ich komme aus Wiesbaden und bin das erste Mal hier auf dem Schlossgrabenfest und finde es total genial, wie es hier ist. Und freue mich vor allen Dingen heute auf den Seven heute Abend, der hier spielt. Und hoffe irgendwie, dass ich noch ganz viele Eindrücke hier noch mitnehmen kann aus diesem Ambiente, das hier ist. Ich komme extra aus Friedberg hierher, bin mit meiner ganzen Family da. Und ja, wir wollten einfach das Wochenende ein bisschen genießen, soll ja schönes Wetter werden. Ja, wir haben auch schon einige Bands gesehen und es ist für jeden was dabei. Und ja, wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben. Bis Sonntag werden auf 4 Bühnen über 100 Bands der verschiedensten Stilrichtungen auftreten und rund um das Schloss Darmstadt mit Leben und natürlich viel Musik erfüllen. Neben den Bühnen lädt der Herrengarten zum Ausruhen und gemütlichen Verweilen ein. Ich würde auch sagen, mit den Freunden Zeit zu verbringen ist einfach das Schönste im Leben, vor allem bei schönem Wetter. Man sieht hier viele Leute, die viele Sachen unternehmen, kann man sich anschließen, neue Freunde finden. Du bist so süß, Junge! Ja, ich kenne den Mann erst seit ein paar Minuten, was soll ich sagen? Ich habe ihn davor auch nicht gekannt. Das sind nette Leute, ja, doch, gibt's nichts. Und das ist ja auch sehr viele verschiedene Charaktere. Es wundert mich immer, dass es hier so ruhig vonstatten geht. Aber es ist auch organisatorisch, die passen hier auch auf. Also finde ich schon gut gemacht, gibt's gar nichts. Pünktlich zum Festbeginn hat auch der Sommer in Darmstadt Einzug gehalten. Und neben dem musikalischen Leckerbissen kommt auch das Kulinarische nicht zu kurz. An 160 Ständen aus aller Welt findet jeder etwas für den großen oder kleinen Hunger. Darmstadt freut sich auf 4 Tage bunten Treibens in der Innenstadt. Recht gelungen und für die Zuschauer halt sehr interessant. 100 so viele Bands, dann überlegt sich das mal. Und das kostenfrei für einen Obolus von 5 €. Also da muss man nichts sagen dazu. Das ist schon sehr gut.